Hey Leute, lange, lange, lange habt ihr auf solch ein Video gewartet. Täglich bekommen wir halt Anfragen über die bestimmte Frage, eben wie man einen Musikbot machen kann, beziehungsweise Beatbot in TeamSpeak 3. So, da das einfach zu viel ist, den Leuten zu antworten, mache ich hier jetzt ein kleines Video für eine Kurzbeschreibung für diesen Musikbot. Ein Musikbot ist eben so etwas, dass man im TeamSpeak Musik abspielen kann. Ich zeige euch das mal. So, das ist ein Musikbot. Dieser hier funktioniert über Windows Media Player und spielt Beats für Rapper ab. So. Ihr braucht dazu einfach nur ein Programm. Das nennt sich Audio Visual Cable. Also Visual Audio Cable, Audio Visual Cable. So. Das könnt ihr euch downloaden. Es ist aber wichtig, da die Version, die ihr euch downloadet, auf den bekannten Seiten, sagen wir wie Trip, eine Trail-Version ist, auf gut Deutsch eine Demonstration, eine Testversion, die kann man unendlich nutzen und in unbegrenzter Zeit, hat aber jede 20 Sekunden ungefähr eine Stimme im Musikbot, die sagt immer Trail. Und das ist ein bisschen nervig, deswegen sollte man sich dieses Programm kaufen oder auf einer anderen Art und Weise besorgen. Wir wollen das Programm nicht einem Crack zur Verfügung stellen. Natürlich, ihr wisst natürlich warum. So, wenn ihr das Programm habt, müsst ihr bei der Installation beachten, dass ihr dieses Advanced Options bzw. fortgeschrittene Optionen nicht anhakt. Ihr dürft das nicht anhaken. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr da euch um einiges auskennen. Wenn ihr nur ein Musikbot haben wollt, nicht mehr, dann braucht ihr das nicht anzuhaken. Wenn ihr es installiert habt, müsst ihr vielleicht ein bisschen neu starten, ist unterschiedlich. Das ist bei TeamSpeak, dem Musikbot, ist es ein bisschen jetzt unterschiedlich. Bei Windows XP gibt es kleine Unterschiede, auch wie bei Windows 7. Im Guten und Ganzen ist es Virtual Audio Cable mit dem Control Panel, den ihr nutzen solltet und dann hier eine Zahl eingibt. Braucht ihr einen Musikbot, gebt ihr zwei ein. Braucht ihr zwei Musikbot, gebt ihr drei ein. Braucht ihr wie bei mir vier Musikbots, gebt ihr fünf ein. Braucht immer einen Line, eine virtuelle Soundkarte ist das, die frei bleibt. Erkläre ich gleich mehr dazu. So, ich habe eine 5 eingestellt, drücke auf Set und dann auf Exit. Fertig, mehr mache ich nicht dran. Ich stelle hier nichts ein. Kann natürlich einiges einstellen, wenn man das möchte. Muss sich damit natürlich auskennen. Fertig und da kann es losgehen. Der Musikbot ist an. Ja, an ist er jetzt nicht ganz, aber die Soundkarten sind schon mal da. Und über das kann Musik abgespielt werden, ohne dass man es hört, so nur in TeamSpeak. Da wir haben es auch das meiste schon geschafft. Das letzte, was man jetzt macht, ist, dass ihr auf eurer Exe des TeamSpeak der Verknüpfung in die Eigenschaften geht, mit der rechten Klicke auf Eigenschaften und dann habt ihr hier das Ziel. Ihr müsst dann einfach nach den Gänsefüßlein, das ist in Gänsefüßchen eingetragen, der Pfad, gebt ihr ein Leerzeichen ein Minus. Und dann eben das, was da steht. Also es war Footer scheiße, no single Instance. Das heißt so viel, eine Instanz ist eben das TeamSpeak-Fenster und keine einzelne Instanz, also dass man dann eben mehrere Instanzen aufmachen kann, mehrere TeamSpeak-Fenster. Also auf gut Deutsch, dieser Befehl geht auch bei mehreren Programmen, nicht nur bei TeamSpeak. So, dann eben zwei TeamSpeak-Fenster offen. Sehr schön. So, wir schieben einfach mal die beiden Teamsequenzen nebeneinander. Wenn ihr das bei euch auch so haben wollt und ich habe kein Minus 7, wo man es auch so machen kann, dann minimiert alle Fenster. Am besten ihr macht das mit Windows-Taste D. So, könnt ihr das hier alles in den Desktop kommen. Dann öffnet ihr nur die beiden Fenster, also nur die beiden TeamSpeak-Fenster, nicht mehr, ganz wichtig. Und ich habe jetzt die beiden TeamSpeak-Fenster hier und könnt ihr bei Windows XP nicht auf die Seite schieben. Klickt ihr rechte Klicke und dann nebeneinander. Und dann habt ihr eben die beiden Fenster nebeneinander. Bei Windows 7, wie gesagt, automatisch mit dem Verschieben möglich.
Okay, das ist das normale Fenster. Hier spricht bei Wiedergabe meine Lautsprecher, hier spricht mein Mikrofon, Entschuldigung, über Push to Talk und ich höre alles über meine Lautsprecher. Sehr schön. Hier ist es so, mein Musikbot. Ich höre alles über die Line 1 und aufnehmen, also senden, tue ich oder mache ich, betätige ich über den Line 4. So, auf gut Deutsch heißt es, die Line 1 braucht man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, eine Spur, die immer leer bleibt, damit man eben keine Störungssignale bekommt, da will er den Musikbot, wenn ich jetzt mit dem Client hier mit irgendeinem mich unterhalte, will ich ja nicht, dass ich ständig den ganzen Tag die Musik vom Musikbot höre. Den will ich natürlich nur hören, wenn ich selber auch in den Training gehe, wo der Musikbot drin ist, was natürlich klar ist. So, also muss man nichts dran ändern, einfach nur auf Line einstellen, fertig. Das ist ganz wichtig. Dann hat man auch kein Echo mehr, andere haben auch kein Echo. Und dann gibt es hier noch etwas. Man hat hier eine Line 4, Line 2, Line 3, Line 5, habe ich eben ganz, ganz viele. Wenn man nur eine Musikbot hat, hat man halt Line 2. Den wählt man auf und drückt man auf OK. Hat man mehrere Teamsequenzen, macht man ein drittes Teamsequenzfenster auf und wählt bei einem Teamsequenzer Line 2, bei einem Teamsequenzer Line 3. Das allerletzte, was man machen muss, ist, dass auf Line 4 von mir gesehen etwas abgespielt werden soll. Es soll ja was passieren auf der Soundkarte. Also wählt ihr euch einen Favoritplayer aus, am besten. Am besten, ja wie gesagt, einen Favoritplayer. Wenn ihr aber ein bisschen Arbeitsspeicher sparen wollt, holt auch einen Player, der wenig Arbeitsspeicher verbraucht. Ich empfehle euch da zum Beispiel den VLC Player. Der verbraucht wenig Arbeitsspeicher. Und der läuft bei mir über Line 2. Dort spiele ich auch Beats ab oder mal Musik ab. Dort geht ihr einfach auf Extras Einstellungen und könnt dort auf den weiteren Optionen eben die Lines umstellen. Hier gab es noch was. Ne, das war's. Könnt ihr eben das hier Primärlautsprecher, das haben wir jetzt, habe ich jetzt so eingestellt. Und ihr könnt das natürlich dann auf Line 2 umstellen, was mir jetzt natürlich eingestellt ist. Line 2 sieht man nicht mehr, weil das ist hier Line 2. Bei Windows Media Player wären die Optionen mit der Alt-Taste und dementsprechend bei den Extras und den Optionen habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das umzustellen. Ich glaube, bei Geräte war das und den Lautsprechern. Ganz genau. Da müsst ihr euch ein bisschen ausprobieren. Das geht auch bei Winamp und bei vielen weiteren Playern. So, jetzt wurde ich gerade ein bisschen gestört. Ich habe jetzt gerade geschnitten. Hatte gerade ein bisschen Musik. Kurzen Mini-Besuch. So. Wie schon erklärt, kann man dort viele unterschiedliche Player nutzen. Wenn man vor allem auch mehrere Lines abspielen möchte, kann man für jeden Line einen extra Player benutzen. Und das war's im Großen und Ganzen. Dann läuft der Musikbot. Wichtig ist natürlich, eine letzte Sache. Wenn ihr am nächsten Tag ganz in Ruhe, wenn ihr einfach in ganz Ruhe euren TeamSpeak öffnet und nicht wollt, dass, wenn ihr euer TeamSpeak öffnet, sofort wieder alles umstellen müsst auf Line 2 und bla bla bla, aber ihr wollt den Musikbot noch nicht anmachen, ihr wollt einfach nur reden. Dann müsst ihr euch merken, wenn ihr euren PC ausschaltet, macht erst das Fenster zu oder alle Fenster zu, wo die Musikbots laufen und erst ganz zum Schluss euren Hauptclient, mit dem ihr redet. Wenn ihr den Hauptclient schließt und anschließend das mit dem Musikbot, werden alle Optionen vom Musikbot übernommen. Dazu empfehle ich euch auch noch, dass ihr für den Musikbot eine extra Identität wählt. Und es kann auch sein, dass bei den meisten Soundkarten, wie man meinte, es würde kaputt gehen, die Soundkarte mit dem Audio-Visual-Cable. Nein, wird es nicht. Aber es gibt trotzdem ein Problem. Es ist so, dass es nach einer unbestimmten Zeit, es ist unterschiedlich, ein komisches Krächzen kommt. Bei dem Moment, wo man normal redet und auch noch beim Musikbot. Das kommt wegen dem Audio Whistle Cable zustande. Da schließt ihr einfach alle Player über die Lines, die laufen,
Also schließt dann euer Player, über die ihr euer Beatbox abspielt, und schließt alle Teamsequenzer. Und anschließend startet ihr wieder alles und dann geht auch wieder alles. So, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit dem Musikbot und auf der neuen Beatbox und Rap Community www.beatboxrap-community.de.